Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir wurden umgestürzt. Aber das ist egal, die Garnison ist egal. Verwundet, Gemetzel. Doch das Ziel wurde verwundet. Ja, ist in Ordnung. Ein Ohr. Oh Mann, ein Kind ist gestorben. Sabotiert. Ja, Informationen, das braucht er jetzt eigentlich eh nicht. Fehlleitung, Hauptsache, die wird Level Up, die bekommt ein Level Up. Das ist die Hauptsache. So, der ist jetzt, wieso ist der? Ich warte noch eine kleine Runde, bis die meisten wieder voll sind. Und Moment, ich muss noch Wecker stellen, weil ich nämlich meint. Ja, Entschuldigung. ich saß die ganze Zeit, dass meine Bildschirme kaputt gegangen ist. Entschuldigung. Ist halt mega nervig. Es ist 84. Warte mal, was ist 84 passiert? Gar nichts. Super. Nee, natürlich ist halt 84 was passiert. Und zwar das da. Super, das ist die nächste Stadt. Warte, ich mache hier mal trotzdem hier trotzdem mal Militärhafen, damit hier die Garnison ein bisschen besser bestellt ist. So. Der macht gerade noch nichts. Außer ein bisschen vorgehen. Und plündern. So. Der da geht eins weiter. Oder bleibt er da? Ich glaube, er bleibt da. Ich gehe jetzt mal. Ich greife hier mal an. Weil sonst bekommt Karthago das wieder und ich will das aber behalten. Oder ich will das für mich. So, nee, warte. Hier mache ich einen Dock und hier kann ich noch nicht. Okay. Das ist ein Tempel der Sonne. Die Sonne kann dazu verleitet werden, euer Leben mit ihrem Licht zu bescheinen. Sehr schön. Aber ich mach, warte, hier, Industrie. So. Genau, der hat den jetzt da vertrieben. Vielleicht vertreibt er die da unten auch noch. Da hätte ich nichts dagegen. So, wie sieht's denn hier aus? Also hier ist noch eine. Hier brauche ich zwei Runden für. Ne, Garnison. Hier brauche ich noch eine Runde. Hier muss ich noch ein bisschen aushalten. Und der da macht was? Keine Ahnung. Gut, dann habe ich hier wieder drei Legionen. Und die drei Legionen sollten ausreichen. Makedonien. Wo ist denn Makedonien jetzt? Makedonien existiert doch nicht mehr. Chimera. Makedonien, Makedonien, Makedonien. Also das da ist seine letzte Flotte quasi. Für Tod und Ehre! Mhm. Ja, die mache ich dann auch irgendwann platt. So, dann schauen wir mal, wo es noch hingeht mit unserem. Ja, hier kann ich ausbauen. Super. Momentan haben wir sehr, sehr gut zu essen. 190. Das ist halt richtig Knorke. Oder warte, ich könnte eigentlich jetzt schon angreifen. Weil das Gute ist, der ist gerade zur See beschäftigt. Zur See beschäftigt, auf See.
kann ich nicht. Aber ein Katapult wäre da eigentlich schon ganz nice. Ich weiß halt nicht, was der da hat. Aber ja, ich muss hier wirklich zwei Runden warten. Oder ich mache hier einen No-Name-General rein. Oh. Der hat zwei Töchter bekommen. Eine 8, eine 13 und er ist schon tot. Im Jahre von 35 Jahren ist er gestorben. Das ist halt schon ein bisschen wenig. Was bekommt der? Der bekommt. Moral für Kavallerie ist eigentlich gar nicht schlecht. Gegen Barbaren. Öffentliche Ordnung, Schüsse pro Minute. Moral. Machen wir Moral. Und hier Kinder. Ah, verdammt. Ich will auch Kinder. Also. Ich will auch, dass er Bonus auf Kinder hat. Die bekommen dann einfach mal Autorität. So, die haben alle Männer. Die hat keinen Mann. Macht, das ist doch mal gut. So. Die hat auch keinen Mann. Ah, super. Das ist gut. So, wie sieht's denn hier aus? 14, 21, 7. Oh, cool. Dann sichere ich mir nochmal die Loyalität. Hoch genug kann es nicht sein. Sehr schön. Und dann baue ich hier noch. Den da. Armee aufstellen. Den und dann gehe ich hier hin. Du gehst da rein. Bekommst sogar noch so einen Wimpel. Nee. Ja, dann gehe ich hier wieder zurück und dann versuche hier hochzugehen. Und dann hat sich schon, ne? Dann gehe ich nochmal hoch nach Britannien und schau, wie es hier aussieht. Okay. Also ich will schauen, wie dicht besiedelt, beziehungsweise nicht besiedelt, sondern wie groß die Armee da oben ist. So. Oh. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Makedonien jetzt nicht irgendeine Hafen. Wir sehen wenig Wert in Weiden. Ja, ich brauche noch eine Stadt. Ich brauche noch eine Stadt und die kommt 78. Also noch ein bisschen Geduld. Okay. Dann eben keine Geduld. Der greift mit 4000 an. Ich habe gerade mal 2000. Aber das ist... Oh Gott. Ich dachte gerade, das wäre Hinterhalt. Aber dann würde ich seine Einheiten hier gar nicht sehen. Okay. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit, okay. Dann schauen wir mal. Was? Es ist Wald? Waldgebiet? In der Wüste? Okay. Interessant.
so, ja, das ist der fette Nil, ne? Okay, er greift mich an. Gut, dann werden wir mal gepanzerte Legionäre. Also Adlerkohorte ist hier. Gepanzerte Legionäre sind davor. So. Dann mache ich eine... Hä? Achso. Wupsi, die sahen ein bisschen gleich aus. So. Hier. Gladiatoren. Ah, das sind die männlichen Gladiatoren. Gut. Ich habe nur 3 Fernkämpfer. Aber wahrscheinlich, weil... weil hier keine Pikiniers-Einheiten sind. So. Ich gehe jetzt mal hier oben hin. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, von hinten und wovon noch? Okay. Hat er denn? Ja, Evocati hat halt fast 100 Nahkampfangriff. Das ist halt schon übel. Die haben über 100. Ja. Schwere Nahkampfinfanterie, okay. So. Ah, nur 3 Fernkämpfer? Interessant. Dam. Ah, von da oben kommen die anderen. Die haben sehr viele Sklaveninfanterie-Dinger. Die sind ein bisschen... Achso. Ich wollte ja gerade sagen, die sind ein bisschen hellhäutig dafür, dass sie... eigentlich schwarze Sklaven als schwarze Sklaven angezeigt werden. Aber klar, Sklaven sind wurden ja nicht nur die Schwarzen genommen, sondern genauso die Weißen damals. Okay, der breitet sich sehr stark aus. Er breitet sich ultra stark aus. Dann wollen wir mal sehen, wie stark seine Kavallerie ist. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Der will mich komplett umrunden, ne? Der will mich komplett umrunden. Kavallerie zieht sich mal kurz zurück. Der schließt mal kurz den... Die Adlerkohorte kommt hier mal hoch. Unser General wird angegriffen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, dann gehst du mal hier hoch. Sehr schön. Oh oh. Okay. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Dann
charge ich da nochmal in den Rücken rein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, du gehst da, warte. Reiß hier mal an. Du öffnest mal die Mitte. Okay. Du gehst hier hin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, okay, okay. Die Kavallerie gehen mal zurück. Die ballert hier jetzt mal rein. Die geht hier runter. Du kommst mal zurück. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jetzt geht's Richtung Top. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ich brauche ich nur. Für die ganzen Fernkämpfer hier hinten. Warte, das machen wir jetzt die. Das machen jetzt die Kavalleristen hier mit Volldampf hier. Uiuiui. Kavallerie kümmert sich darum. So, bitte hierhin. Die Männer wanken. Habe ich noch eine Kavallerie? Nee, oder? So, uiuiui. Das war fetzig. Das war ein fetziger Kampf. Die wanken echt wenig. Der feindliche General ist tot. So, und gut. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das war ein cooler Kampf. Also, Vorteil von mir war natürlich, dass ja, ich halt richtig heftig gepanzerte Einheiten habe, also Rüstungen mit über 100. Und natürlich Moral über 100 und... Genau. Und ja, noch. Ja, er hatte halt nicht sehr gute Einheiten, also Sklaveninfanterie ist nicht so stark, sieht man hier. Also... Er hat 500 getötet, 526. Ja, 26 waren Eigenfeuer von mir. Ah, das ist, ja,
Das hat man auch gesehen. Also seine Stärke, also er hat es richtig gut gemacht, dass er versucht hat, mich richtig heftig zu umkreisen. Und das war richtig, richtig gut. Das war sehr gut. Weil wenn er nur komplett von der Front angegriffen hätte, ja, habt ihr ja gesehen, also bei meiner einen Seite waren nur zwei Fernkampf-Infanterien oder Legionärskohorten, Evocati. Und ja, die haben 4, 5, 6 von ihnen, denen aufgehalten. Klar, die hatten noch Unterstützung durch Kavallerie, aber trotzdem. Also. Oh. Mm-mm. Ah, das will er jetzt nicht wirklich nochmal machen, oder? Oh je. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, was krass ist, ja. Es kommt jetzt eine Schlacht nach der anderen. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir, da wir so lange jetzt warten müssen, bis wir weiter erobern dürfen, das jetzt ein bisschen langweilig wird, aber wir werden ja voll auseinandergenommen. Ja, auf jeden Fall, habt noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye. Sie müssen bestraft werden!